Und damit ganz herzlich willkommen hier auf Laudi LP zu einem Let's Play World of Subways U7 Berlin. Das ist ein ganz neues Projekt. Ich starte es heute und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Wir sitzen hier schon im Zug in Rathaus Spandau und wir fahren nach Rudow. Die Fahrzeit beträgt ungefähr eine Stunde und das werden wir jetzt hier tun. Können machen hier den Streckenmonitor an. Wir machen jetzt erstmal hier überall Licht an. So, jetzt haben wir da auch Licht angemacht. Hier im Cockpit brauchen wir kein Licht. Ja, wir haben Abfahrt. Ne, warte mal, wann müssen wir da sein? Um 55. Von daher, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Wir können ja mal aussteigen. Können wir mal draußen gucken. Das ist hier die Kehrwende, also sprich die Endstation. Nein, falsch. Die Station, wo du den Wagen abstellen kannst. Können wir mal gucken, ob hier noch einer kommt. Hört auch schön die Geräusche von den Leuten am Bahnsteig. Und man hört auch im Tunnel, wenn man ganz leise hinhört, hört man auch die Züge, die anderen Züge, die fahren. Jo. Hier im Cockpit haben wir Scheibenwischer. Hier die ganzen Knöpfe und halt was es so alles gibt. Zurückbleiben bitte. Das sind die Ansagen, die man hier auch machen kann. Dann kann man mit der Leitstelle sprechen. Melde keine besonderen Vorkommnisse. Haben verstanden, halten Sie Ihren Fahrplan ein. Dort sage Ende. Ja. Jo, dieses. Ich steig gerade nochmal aus. Ich glaube, das ist sogar lizenziert von der BVG. Hier ist nämlich auch das Logo. Von daher wird das auch lizenziert sein. BVG ist eigentlich einer der größten deutschen Verkehrsunternehmen. Ich glaube sogar das größte. Ist halt in Berlin betreiben die den Busverkehr und den Bahnverkehr. Und auch, glaube ich, manche S-Bahnen, die in Berlin fahren. Und, ja. Die fahren hier halt auch die U7 unter anderem. Die U7 fährt normal von Rathaus Spandau nach Rudow. Es gibt dann auch kleinere Abschnitte von Britz Süd nach Hermannsplatz, glaube ich, oder so. Aber das sind dann halt alles kleinere Abschnitte, die man dann fahren kann. Werde ich euch in diesem Let's Play auch noch zeigen. Dieses Let's Play wird 10 Folgen lang gehen. Das sind dann 2,5 Stunden. Und in den 2,5 Stunden kann man schon sehr viel von diesem Spiel zeigen, weil für eine Stunde braucht man ja für eine Tour. Und dann können wir noch Aufgaben machen, die gibt es hier auch. Dann kann man mal die Kleine fahren, vom Britz Süd halt da, also so kleinere Abschnitte. Von daher. So, wir fahren los. Wir haben jetzt nämlich schon jetzt gleich 55. Ausstieg rechts. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Wir sind noch. Genau richtig stehen wir noch.
Wir sind nicht zu weit gefahren. Stehen genau richtig. Okay, Abfahrt ist. Können wir jetzt machen. Zurückbleiben bitte. Okay, dann geht's jetzt weiter. Dann kann man auch für die nächste Station die Durchsagen machen. Altstadt Spandau. Was ich bei dem Spiel schade finde, ich habe jetzt in den Optionen ganz hoch gestellt die Sichtweite, aber trotzdem sieht man hinten im Hintergrund immer was Schwarzes, was sich dann schnell aufbaut, umso näher man kommt. Das finde ich ein wenig schade, das hätten die irgendwie besser machen können mit dieser Sichtweite, aber ansonsten finde ich die Grafik auch wirklich ganz gut. Ich spiele jetzt nicht auf den ganz höchsten Einstellungen. Von daher ist das wirklich gut. Das ist, wenn ich das mal wirklich sagen darf, das beste Spiel. Oder ja, nicht ganz das beste, aber mit eins der besten Spiele von TML. TML hat ja die World of Subways Reihe. Es gibt 1, 2, 3. Ich spiele jetzt hier das zweite. Das erste spielt in New York, das zweite halt jetzt in Berlin und das dritte spielt in London. TML ist ja auch der Entwickler von unter anderem dem Citybus Simulator New York und auch dem Citybus Simulator 2 München, Bus und Cable Car Simulator und dem Bus Simulator 2012. Und wenn man die ganzen Spiele mal vergleicht, würde ich sagen, es ist wirklich eins der besten. Was mich noch mehr interessiert hat, war noch der Citybus Simulator New York. Der war, finde ich, für mich auch eigentlich das beste Spiel. Aber direkt danach würde ich das Spiel nehmen. Weil New York gefällt mir nicht so. Und London ist auch wieder genauso. Ja, ist einfach wie Bus- und Cable Car Simulator und Bus Simulator 2012. Aber mit dem Spiel zum Beispiel haben sie wirklich einen rausgehauen. Gucken, ob sie es in den nächsten Jahren nochmal hinkriegen. Es hat bis jetzt ja nie so richtig funktioniert. Jo. Was ich blöd bei dem Spiel finde, ist, dass man wirklich, wenn man hier über ein rotes Signal fährt, direkt die Simulation beendet ist. Ja, und das ist jetzt der Fall. Das war klar. Ja, das war jetzt schon mal ein ganz toller Start. Ich beende kurz die Aufnahme, weil wenn der lädt, dann kackt die Aufnahme ab. Von daher melde ich mich gleich wieder zurück, wenn ich wieder auf der Strecke bin. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Wir stehen wieder am Rathaus Spandau. Ich habe schon mal ein bisschen gewartet, die Zeit vorgespult. Die Anzeige, die ich jetzt gerade eben auch mal eingestellt habe, nämlich vorhin nicht gemacht beim ersten Mal. Jo. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass uns der gleiche Fehler wie eben nicht mehr passiert. Wir fahren schon mal los. Aber wir warten jetzt noch, bis dann auch 50 ist. Oder 55. Jo. Das war jetzt wirklich gerade ein wenig scheel, weil ich ein paar Sekunden vorhin noch gesagt habe, dass die Simulation da beendet wird. Und was passiert? Genau das. War ein bisschen blöd, aber müssen wir jetzt einfach vorsichtiger sein. Oder eher gesagt, muss ich vorsichtiger sein. So, jetzt können wir aber losfahren.
Zug nach Hodo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Fahren wir direkt weiter. Altstadt Spandau. Ausstieg links. Zug nach Hodo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Nächster Halt ist Zitadelle. Ja. Da war eben unser Problem, oder eher gesagt unser Fehler. Mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Hier oben bei in der Ecke, wo jetzt steht nächstes Signal, wo das gelb ist, das heißt, dass dann das nächste Signal rot ist. Von daher fahren wir jetzt schon mal ein bisschen langsam, weil ich weiß jetzt nicht, ob das direkt dahinter ist. Das ist jetzt da vorne, man sieht es schon an der Einfahrt. Sollte aber langsam mal hier wieder grün werden, weil wir müssten schon um 57 angekommen sein und wir haben jetzt schon 58:30. Okay, weiter. Dafür ist jetzt da hinten die Ampel grün. Zug nach Hodo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Haselhorst. Da ist jetzt das nächste Signal grün, von daher können wir jetzt auch Gas geben. Erlaubt sind hier 70, wir fahren 65. Ist auch in Ordnung. Viel schneller kann der auch nicht. Ausstieg links.
nach Hudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Paul-Stern-Straße. Wäre dann die nächste Haltestelle, müssten wir die Ankunft wäre um 6.01 Uhr. Wir haben jetzt 6.01 Uhr. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr ganz pünktlich hin. Steg links. Zug nach Hudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. So, wir sind auch schon am Ende der Folge. Ich würde sagen, hau da rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play World of Subways U7 Berlin. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.